Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme hier auf unserem Kanal. Euro Truck Simulator 2 auf der ProMods. Heute aus Norwegen. Oslo stehe ich. In so einer Baugrube hier. Also auf einer Baustelle. Hab schweres Gerät geladen. Knappe 400 Kilometer Tour nach Örebro. Können wir kurz gucken hier. Ja, Örebro oder Örebro, ja, 23 Tonnen. 412 Kilometer. Es ist Donnerstag kurz vor 3 Spielzeit. Und ich würde sagen, wir warten erst gar nicht lange mal den Truck an. Zeit ist Geld. Und dann fahren wir los. Stellen wir hier mal alles ein, so wie wir das kennen. Und ich fahre mal wieder nicht alleine, ne? Hier. Sophie ist auch mit dabei. In unserem schönen Scania. Und dann, fahren wir los. Mal langsam hier von der Baustelle runter. Rauskommen. Rechts. Ein bisschen weiter ausholen, denke ich mal. Mal langsam mal eintasten hier. Gucken wir mal. Wahrscheinlich ein bisschen mit dem Bordstein fahren müssen. Ne? Sauber rauskommen. Der knickt so ein bisschen mit ein. So. Weiß ich gar nicht, ob der. Normalerweise, ja, hat er. Beim Dings Rundumleuchter haben wir ihn auch angemacht. Wir haben zwar keine auf dem Truck, aber wenigstens hinten am Anhänger. Da ist ein Kreisverkehr hier, wie wir hier rumkommen. Ja, Skandinavien. Kann es einfach nicht lassen, im hohen Norden zu fahren. Ich finde es einfach hier oben landschaftlich viel besser. Also ein bisschen grüner. Die Straßen sind ein bisschen anspruchsvoller. Naja. Ja, wenn euch die Aufnahme gefällt, wie immer, kennt ihr, ne? Lasst einen Daumen nach oben da. Für alle Neuen auf dem Kanal, abonniert unseren Kanal. Für alle betätigt die Glocke, damit ihr die nächste Folge auch nicht verpasst. Schreibt was in die Kommentare, wenn ihr mögt. Ansonsten jetzt, viel Spaß beim Zuschauen bei den nächsten 380 Kilometern. Verlauf gesehen habe, wird er wohl nicht nur über die Autobahn gehen. Er geht wohl jetzt so ein bisschen abseits. Das ist natürlich auf der einen Seite vielleicht ein bisschen herausfordernder ist, aber noch mal ein bisschen besser
starkes Gameplay. Schneiden. Spart man sich das Gekurbel. Ja, Ankunftszeit jetzt 21.30 Uhr. Ich hoffe mal, dass wir im Hellen ankommen. Natürlich. Sehr lobenswert. Kreisverkehre schneiden, das ist immer gut. Solange da kein Gegenverkehr kommt oder so was. Ist schon so eine Mautstelle oder so was. Auf dem Weg nach Örebro oder Örebro, ne? Örebro, was ist das ja? Schöne Bremsbarken. Schon auf dem Weg hier hin. Ich da schon voll drüber gefahren. Ihr seht den Streckenverlauf auf dem Navi vom LKW. Das geht jetzt nochmal ein bisschen. Sieht wahrscheinlich schlimmer aus als das. Es geht auf jeden Fall runter von der Autobahn.
laufen hier. Tief gerade. Den ganzen Kreisverkehr. Gelernt. Erdkundemäßig, geografiemäßig. Raus aus Norwegen, rein nach Schweden. Jetzt hier schön übers Land. Ja, besser wie Autobahn zu fahren. Viel Wasser, viel Bäume. Dass er ein bisschen mehr Probleme hat. Mit dem, man sieht jetzt nur, wie waren es? 23 Tonnen. Jetzt nicht mit den 23 Tonnen, aber mit dem Auflieger.
Und er hat ja nur, ist ja nur ein Zweiachser, ist ja kein Dreiachser. Folks. Ist wild. Solange die nicht einfach irgendwo rechts aus ist, von der Seite rausgezogen kommen. So, das ist ja schon eine Autobahn. 100 Kilometer noch. Navi wird schon angezeigt. Und Schild auch. Örebro.
bleibt die Sonne ein bisschen länger oben. Hier. So, Randbezirk hier von Örebro. Richtung Zentrum. Das tun wir auch. So, mal gucken. Links ist frei, rechts. Mal einmal 360 rum. Dann geht das auch schon wieder los. So, Industriegebiet. So, warum schön die Abladestelle hier. Mal kurz reingehen. So, Bordstein. Vor. Nein. Ah, das war dran. Okay, gut.
Autobahn aus. Und dann sind wir angekommen in Örebro. Ja, hoffe, dass euch die Aufnahme gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bleibt schön gesund. Macht's gut. Tschüss.